Hallo zusammen. Wir haben ein Sommerspezial für euch mitgebracht und sprechen mal über Hausbau in Spanien bzw. Hausbau auf Mallorca. Auch da gibt es viele Dinge, die man beachten muss und da sprechen wir heute einfach mal drüber. Ihr seht jetzt hinter mir ein Grundstück und wenn man ein Grundstück auf Mallorca sucht oder überhaupt in Spanien, dann gibt es verschiedene Dinge, die zu beachten sind. Gerade auf Mallorca gibt es Sonderregeln. Wenn ihr zum Beispiel auf dem Land eine Finca bauen möchtet, dann braucht ihr zum Beispiel ein Grundstück, was mindestens 14.000 Quadratmeter hat, besser 15.000 Quadratmeter und ihr dürft nur maximal 2% der Fläche versiegeln. Das heißt, mit Zufahrt, Garagen, was man sonst noch so alles hat, bleiben am Ende circa bei einem Grundstück, was 15.000 Quadratmeter hat, circa 200 Quadratmeter Wohnfläche übrig. Ihr merkt also schon, es ist ganz wichtig, auf die örtlichen Begebenheiten einzugehen. Und auf Mallorca ist es genauso wie in Deutschland auch. Und es gibt genau vier Möglichkeiten, hier sein Haus zu bauen. Einmal könnt ihr mit einem Bauträger zusammenarbeiten. Der Bauträger kauft dann das Grundstück, baut euch ein Haus hin und ihr habt nicht mehr ganz so viel Entscheidungskompetenz. Das heißt, er hat schon relativ viel festgelegt. Ihr könnt vielleicht noch eine nicht tragende Wand verschieben. Ihr könnt vielleicht noch aussuchen, welche Böden reinkommen oder welche Türen. Das war's dann aber auch. Da muss man natürlich wissen, wenn man mit einem Bauträger baut, maximiert er logischerweise seinen Gewinn. Das heißt, erst die Materialien, die verwendet werden, sind sehr wahrscheinlich die allerhöchsten. Und auch der Wandaufbau wird wahrscheinlich nicht der allerbeste sein. Ihr könnt aber auch mit einem Generalunternehmer bauen. Das bedeutet, ihr sucht euch selbst ein Grundstück, was eher mein Favorit wäre als die erste Variante und habt dann noch ganz viele Mitsprachemöglichkeiten. Das heißt, ihr könnt dann wirklich festlegen, was habt ihr für einen Wandaufbau, wie wird der Grundriss gestaltet und welche Materialien werdet ihr verbauen. Die dritte Möglichkeit ist, mit einem Architekten zu bauen. Da hat man natürlich die meiste Freiheit. Das ist auch sehr zu empfehlen. Warum? Mit einem Architekten könnt ihr das Maximale aus eurem Grundstück rausholen. Es kommt ja zum Beispiel gerade auf Mallorca darauf an, wie ist die Himmelsrichtung? Hat man eine Meerlage, ja oder nein? Oder einen Meerblick? Wie kann man das ideal für sich rausholen? Und es gibt natürlich auch Themen wie die Nachbarbebauung. Das sind ja lauter Einflussfaktoren, die später dafür sorgen, ob ihr euch in eurem Ferienhaus wohlfühlt oder nicht. Und man muss natürlich auch gewisse andere Dinge beachten, wo wir später im Video dann nochmal drauf aufkommen. Und die vierte Möglichkeit, die kommt immer mehr auf. Man findet das inzwischen immer mehr auf den Seiten der Fertighausanbieter in Deutschland, dass viele inzwischen auch bereit sind, in Spanien oder auf Mallorca zu bauen. Also auch da gibt es inzwischen Systeme, die entwickelt wurden, die genau exakt hier auf das System Spanien passen, damit eben die Häuser so da oder damit die Häuser eben so gebaut werden können, wie sie hier auch ideal hinpassen. Also man kann nicht eins zu eins die deutschen Häuser hier hinkopieren. Man muss ein bisschen was beachten. Und welche Punkte das sind, gehen wir später noch drauf ein. Das Grundstück, was ihr jetzt hinter mir seht, hat 3 Millionen Euro gekostet. Es hat auch erste Lage direkt am Meer mit Meerblick. Und es wäre jetzt so, wenn ihr sagt, ihr wollt ein bisschen sparen, dann könnt ihr natürlich auch in zweiter Reihe bauen, dann tun sich die Kosten fast halbieren. Dann zahlt man für ein Grundstück dieser Größe, wie ihr das hier seht, nur ca. 1,5 Millionen Euro. Also ihr merkt schon, wenn man auf Mallorca oder überhaupt in Spanien bauen wird, wird es relativ teuer. Außerdem kommen noch weitere Kosten auf euch zu. Ähnlich wie in Deutschland auch. Ihr habt Kosten für den Notar, ihr habt Kosten für den Makler und ihr braucht unbedingt Kosten für einen Anwalt. Wir erzählen euch ja schon in Deutschland immer, dass es ganz wichtig ist, die Verträge und die Angebote und die Baubeschreibung zu prüfen und auch später die Baustelle. Und gerade für den kaufmännischen Teil ganz am Anfang braucht ihr unbedingt einen Anwalt, der euch dabei hilft und unterstützt und guckt, dass alles rechtsmäßig abläuft. Also A, dass es zum Beispiel kein Grundstück ist, was ihr schwarz erwerbt oder wo noch irgendwelche Lasten drauf sind und der euch auch hilft, die Verträge zu übersetzen, damit ihr wirklich wisst, was drinsteht. Ihr habt jetzt gerade gesehen, dass die Baugrube ausgehoben wurde. Und ihr zählt eigentlich dasselbe wie in Deutschland auch. Ihr solltet unbedingt ein Bodengutachten machen. Natürlich kann man sagen, Mallorca ist eine sehr felsige Landschaft. Aber es kommt immer darauf an, was ist es für ein Fels? Ist es der Fels, wie wir den jetzt hier sehen, der auch leicht zu entfernen ist? Oder muss man vielleicht sogar mal sprengen? Oder hat man sogar irgendwie einen sandigen Boden, wo Wasser besonders gut versickert? Also man sollte immer gucken, dass man das Grundstück vorher analysiert, damit man genau weiß, wie man später leichter bauen kann. Jetzt haben wir gerade eben schon über die Grundstückskosten gesprochen. Natürlich gibt es auch noch die Baukosten. Wenn man im Internet schaut, sind die erstmal ein bisschen niedrig angesetzt auf Mallorca und überhaupt in Spanien. Man rechnet da immer so, oder was man so im Netz findet, da wird immer gesprochen zwischen 1.500 bis 2.500 Euro pro Quadratmeter. Meine Empfehlung ist aber ähnlich wie in Deutschland auch eher mit 3.000 Euro pro Quadratmeter zu rechnen, damit man wirklich auf der sicheren Seite ist und auch noch einen kleinen Puffer hat, wenn denn später mal was sein soll. Weil das wird hier genauso passieren wie in Deutschland. Es gibt natürlich auch interkulturelle Unterschiede, die man beachten sollte. Es gibt zum Beispiel sehr viele Bauern, die auf Mallorca bauen möchten und sagen, okay, ich möchte mich vor die örtlichen Begebenheiten anpassen. Und da gibt es ein paar Dinge, die man beachten muss. Ihr seht zum Beispiel die Mauer, auf der ich hier sitze. Wir filmen das gleich mal ab. Das ist ein Bruchstein. Und das ist original mallorquinisch. Das bedeutet, es gibt zum Beispiel hier gar keine Steine, die gerade geschnitten sind. Zumindest nicht traditionell gesehen. Man kann natürlich so bauen, nur relativ modern, so wie ihr das hinter mir seht. Es wirkt dann aber teilweise ein bisschen deplatziert. Hängt natürlich auch immer von dem gültigen Bebauungsplan ab und von der Region, die ihr euch auf Mallorca aussucht. Es gibt da relativ moderne Baugebiete, es gibt aber auch eher traditionelle Baugebiete, wo man gucken muss, dass man sich vielleicht besser an die Nachbarbebauung anpasst. Auf jeden Fall ist ganz wichtig, diese modernen Sachen, die ihr hinten seht, sind nicht typisch mallorquinisch, sondern eher diese Steine, wie wir die hier haben. Übrigens gibt es zwei Grundlagen, die ihr immer braucht, wenn ihr auf Mallorca bauen möchtet. Das ist einmal die Licenza de Obra und einmal die Final de Obra. Das einmal ist die Bauvoranfrage, die der Architekt für euch stellen muss oder halt euer Bauträger oder euer Generalunternehmer.
Und einmal natürlich die Bauabnahme durch die Stadt bzw. durch die Gemeinde, die sagt, ja, das Haus ist wirklich so in Ordnung, wurde so gebaut, wie es auch geplant wurde, damit ihr auch wirklich das Haus nutzen könnt und einziehen dürft. Wir empfehlen euch ja immer ganz oft, besser erstmal einen Architekten zu planen, nicht einfach ein Haus aus dem Katalog zu bestellen. So ist das hier auf Mallorca natürlich auch. Ich habe ja schon eben erzählt, es gibt viele örtliche Begebenheiten, die man berücksichtigen muss. Und wir empfehlen euch dann natürlich die Better Place Architekten, weil auch da gibt's welche, wenn ihr mal auf die Auswahl der Architekten geht, die sich in Spanien ganz gut auskennen und hier schon öfters geplant haben. Und die können wir natürlich uneingeschränkt empfehlen, damit ihr euer Traumhaus in Spanien bauen könnt. Aber wir gehen wieder zurück auf die Inseln, weg von der Better Place. Es gibt noch mehr Begebenheiten, die man beachten muss. So kann es zum Beispiel sein, dass ihr bis zu 3 Jahre auf die Baugenehmigung warten müsst, weil auch hier die Behörden, ähnlich wie in Deutschland, leicht überlastet sind. Wenn man Glück hat, geht es ein bisschen schneller. Auch da ist es dann wieder sehr hilfreich, wenn man mit einem Notar und mit einem Anwalt und mit einem Makler vor Ort gut und eng zusammenarbeitet, die vielleicht gewisse Beziehungen haben und euch da unterstützen können, damit euer Bauvorhaben vielleicht ein bisschen schneller bearbeitet wird, als es eigentlich üblich ist. So, und dann müssen wir natürlich auch in Spanien bzw. auf Mallorca an das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit denken. Und da gibt es 2 Dinge, auf die ihr achten solltet. Wenn ihr später mit einem Architekten plant oder mit einem Generalübernehmer oder vielleicht mit einem Bauträger und ihr habt noch ein bisschen Einfluss auf die Konstruktion des Hauses, sagt einmal, ihr hättet gerne einen großen Dachüberstand. Warum? Der große Dachüberstand sorgt dafür, dass die Sonne die Fassade nicht so stark scheinen kann und dass gerade in der Übergangszeit das Haus nicht so super heiß wird, wie es sonst der Fall ist. Natürlich muss man ja auch hier im August die Klimaanlage anmachen. Das kriegt man konstruktiv nicht gelöst, dass es im Haus gut bleibt. Aber für die Übergangszeiten ist es so, dass ihr sehr viel Energie sparen könnt, gerade so von der Zeit von März bis April, weil dann die Sonne eben noch nicht so stark ist und die Fassade eben dann nicht aufgeheizt werden kann und ihr dadurch halt, wie gesagt, einiges an Energie oder an Stromkosten spart. Und der 2. Punkt ist, ihr müsst mit mindestens 3 Sickergruben bauen. Warum ist das so? In den meisten Regionen auf Mallorca sind die Häuser nicht an die Kanalisation angeschlossen. Das heißt, das Schmutzwasser wird nicht weggeführt, sondern da gibt es halt eben Gruben, die werden angelegt und da muss das Wasser versickern. Und da ist es dann so, dass die meisten Baugruben oder in ihrer Standardvariante haben die weder einen Fettfilter noch einen Seifenfilter. Und das ist natürlich nicht so gut. Das bedeutet, wenn ihr diese Filter nicht habt, versickert alles im Boden, und zwar wenn ihr duscht, vom Shampoo, von der Seife oder halt auch von eurem Essen, wenn ihr das abwascht, das landet alles unten im Boden. Das ist natürlich nicht sehr gut und nicht sehr schön. Also auch denkt hier ein bisschen an die Umwelt mit und macht mindestens 3 Sickergruben, damit das Wasser einmal grundsätzlich gefiltert wird und baut dann noch einen Fett- und Seifenfilter mit ein, damit auch wirklich alles sauber und ordentlich in eurem Grund ist. Und genau, eben nicht so die Umwelt verschmutzt, wie es bei den anderen Häusern früher noch der Fall war. Jetzt sind wir fast schon durch mit unserem Video, aber ich habe noch einen super Tipp für euch. Wenn ihr euch ein Haus planen lasst, um auf Mallorca zu bauen, plant von Anfang an Insektenschutzgitter mit ein, beziehungsweise Fliegengitter. Warum? Wenn ihr die später nachträglich hinbaut, sieht das immer aus wie ein bisschen Stückelwerk und nicht so schön. Wenn das direkt aus einem Guss mitgeplant wird, sieht es A super gut aus und B braucht ihr die sowieso, also ihr würdet die sowieso nachrüsten. Ihr müsst wissen, auf Mallorca gibt es relativ viele Insekten, beziehungsweise relativ viele Stechmücken. Selbst die Tigermücke ist inzwischen hier zu Hause. Und um sich davor zu schützen, baut von Anfang an Insektenschutzgitter mit ein und setzt sie vor die Fenster. Dann habt ihr das aus einem Guss. Ihr habt eine schöne Fassade und alles sieht super gut aus. Um es nochmal kurz zusammenzufassen, ihr könnt gerne auf Mallorca bauen, holt euch dann aber Profis auf eure Seite, und zwar einen Notar, einen Anwalt und einen Makler. Macht es auf keinen Fall alleine, weil ihr kennt euch mit spanischen Dokumenten nicht so gut aus wie mit deutschen Dokumenten. Und da ist es ja schon relativ schwierig, genau zu wissen oder zu prüfen, was steht da eigentlich drin. Holt euch auf jeden Fall einen Bausachverständigen, der euer Bauvorhaben begleitet, damit ihr auch seht, es wurde wirklich so gebaut und ihr habt auch wirklich das bekommen, was ihr bestellt habt. Und prüft auf jeden Fall auch die Nachbarschaft. Ihr habt es gerade schon wieder gehört. Es gibt auch Nachbarn, die haben vielleicht mal 2 oder 3 Hunde. Es gibt vielleicht auch Nachbarn, die sind nicht ganz so ordentlich. Also ihr solltet auch einfach nicht blind ein Grundstück im Internet kaufen oder bestellen, wenn ihr das da seht und euch gleich da rein verlieben, sondern erstmal vor Ort infahren und die ganze Region inspizieren und dann entscheiden, jetzt nehme ich das Grundstück und dann sich die richtigen Partner holen. Und dann könnt ihr auch relativ stressfrei euer Haus in Spanien bauen. Und wie gesagt, bringt ein bisschen Geduld mit. Die Baugenehmigung kann bis zu 3 Jahre dauern. Aber wenn man das mal alles erledigt hat, dann kann man seinen Traum leben und kann ja hier das schöne Wetter genießen und hat eine super schöne Destination, gerade für die schönen Monate im Jahr. Und jetzt haben wir doch noch eine Sache für euch mitgebracht. Und zwar machen wir es jetzt so, dass wir noch ganz schön so 2, 3 Häuser hier mal abfilmen, beziehungsweise dieses Baugebiet. Das ist ein Baugebiet, wo relativ viel erlaubt ist, wo auch sehr viele Deutsche wohnen und wo sich ganz viele Bauern gedacht haben, hier setze ich mal meine eigenen Ideen um. Wie gesagt, das muss ja gar nicht immer die mallorquinische Finca sein, die original gebaut wurde, wie man das früher mal gemacht hat. Zum Beispiel mit einer großen Wohnküche, wo dann alle beisammen sitzen sollen. Man kann natürlich auch so bauen, wie es die Deutschen kennen oder wie man es vielleicht aus dem Neubaugebiet macht. Oder halt auch komplett eigene Dinge kombinieren. Ihr werdet auch nachher mal sehen, dass manche Sachen ein bisschen vogelwild sind. Also man hat so versucht, den mallorquinischen Stil zu kombinieren. Dann hat man so verschiedene Fensterläden mit angebracht. Dann hat man romanische Bögen mit eingebaut. Also es ist wirklich wild und das zeigen wir euch gleich mal, dass ihr einfach mal einen Eindruck bekommt, was alles machbar und möglich ist. Und wenn es halt euer Traum ist, ein futuristisches Hobbyshaus zu bauen in erster Mehrlage, dann macht das. Aber wichtig ist, dass ihr euch an die Grundlagen erhaltet, damit das genauso wird, wie es auch später sein soll, nämlich in höchster Qualität, damit ihr möglichst lange Spaß in euren Ferien hast.